Willkommen zurück zu Deus Ex. Mitten im Majestic 12 Komplex auf Level 2. Dort, wo die Geheimnisse und der Universalkonstruktor sich befinden sollen. Wobei der Universalkonstruktor, das ist womit wohl der graue Tod hergestellt wird. Wow! Nee. Vor euch habe ich was ganz Besonderes. Genau das. So geht das nämlich. So gefällt mir das. Oh, der hat das Glas da aufgeschossen. Ist das überhaupt Glas oder kann man da runter? Da ist Glas, aber man kann es aufschließen natürlich. Ist hier noch jemand? Ah, da war ich doch vorhin. Wunderbar. War da nicht gerade jemand? Doch. Dich? Ja, ich hab dich. Und da ist man. Schnell ducken, da kommt eine Rakete. Jetzt in Deckung. Und da hab ich dich. So, wo war der Bot? Kommando. Ich will die Biozelle. Nein, nö. Ich dachte, die hätten alle eine dabei. Da drüben ist noch einer. Du siehst mich nicht. Aber ich hab dich gehört. Hehe. Leider keine Biozelle. Was? Wer? Wo? Ich will kein Kampfmesser. Da kam ich vorhin her. Da war ich doch vorhin schon. Warum habe ich hier nicht alles vorhin mitgenommen, was ich gefunden habe? Ich hätte echt vorhin ausschalten sollen. Moment, bevor ich die Regeneration verwende, benutze ich erstmal meine Medikits. Jetzt fehlt mir noch 24. Ja, eins geht noch. Ja, war knapp. Keiner mehr. Da hinten waren die Trooper. Da war deren Aufenthaltsraum. Ich denke mal, hier, wo ich vorhin war, wird es nichts Neues geben, oder? Wenn ich mich da jetzt wieder reinhacke. Weil da habe ich ja vorhin schon die ROM hochgeladen. Oder gibt es hier jetzt plötzlich auch die anderen Geheimnisse? Nee, da ist nichts Neues. Okay. Dann muss ich also doch darüber, wo die Roboterdame war. Nämlich da hinten. An den Wachen vorbei. Schön, wie sie explodiert. Das heißt, sie ist so einer wie der. Dieser. Walter Herrmann war. Du hast Glück, weil hier habe ich nämlich gerade K.O.-Pfeile drin. Und ich bin tot. Okay, was muss ich nachladen? Da habe ich noch genug Munition drin. Da lade ich mal eben nach. Da sind noch zwei drin, da lade ich auch nach. Das lief doch schon mal super. Who's there? It's dead. Bisschen Overkill, ich geb's zu. Oh.
wollte ich ja auch Leute mit dem Raketenwerfer nicht mehr abschießen, weil ich dann ihre Items, die sie dabei haben, nicht mehr bekomme. Habe ich wohl gerade vergessen. Hier ist immerhin keiner mehr. 4 Schuss noch. Ist da oben? Ist irgendwas anders? Ach nee, Blödsinn, das war da drüben. Nö, das... doch, das eine Fach hat sich, glaube ich, gelohnt. Da war, glaube ich... Da habe ich den Dietrich zurückbekommen und noch ein Multitool dazu. Andererseits habe ich gerade meine Multitools voll. Aber ich kriege 50 Credits und mein Dietrich zurück. Und falls ich irgendwas hacken muss, kann ich mir hier noch ein Multitool nachholen dann. Ah, das habe ich kaputt gemacht. Tut mir irgendwie nicht leid. Wow! Wer kommt da mit großen Geschützen an? Ich gehe mal eben nach unten. Warum komme ich da jetzt nicht rein? Okay, die ist freundlich. Oh Gott, das ist so einer. Genau deswegen. Und hier. Da ist mir gerade das Spiel abgestürzt. Da unten sind solche Agenten. Die ist auch so eine. Du bist, glaube ich, auch so einer. Wunderbar. So. Was bist du denn? Du bist feindlich. Da ist aber auch mindestens eine Person freundlich. Und aber ihr seid Wissenschaftler und seht nicht aus, als wärt ihr eine große Bedrohung. Ah, ein PC. Aber zuerst mit dir sprechen. I am not allowed to speak to visitors. Nee, zuerst will ich hier hin. Zu dem... Vielen Dank. Ich will da rein. Ich will diese Upgrades. Mal schauen. Vielleicht kann ich das ja irgendwie öffnen, indem ich mich reinhacke. Aber die Tür sah auch so aus, als könnte ich sie aufsprengen. Strahlung abschalten. Schutzzellensets öffnen. Tür zur Magnetkammer öffnen. Boah, warum nicht? Ist hier was Neues? Voltenzeit, Viruslieferung. Nichts Neues, das kenne ich alles schon vom letzten Mal. Was ist hier? Eine Biozelle, yay! Ah, jetzt brauche ich Platz. Dann lege ich doch mal den da ab und die da. So, 2 Implantate. Ein Implantat, Spionagedrohne oder aggressives Defensivsystem. Zielerfassung, Sichterweiterung. Was ist denn die Sichterweiterung? Okay. Das hier finde ich eher uninteressant. Und das ist das. Radartransparenz, okay. Oder Tarnfeld. Tarnfeld klingt, als könnte ich mich unsichtbar machen. Subkutan, wo ist Subkutan? Subkutan kann ich nur 2 Sachen haben. Das geht in die Augen, okay. Die Acetylenfasern, Treffsicherheit wird verbessert. Okay, oder Nachtsicht. Infravision zum Nahscanner. Durch Wände schauen. Das ist geil. Infravision müsste Wärmestrahlung sein. Das will ich. Also erstmal Nachtsicht und dann will ich es upgraden auf Infravision. Das müsste Wärmestrahlung sein. Das wäre geil. Und so eine Abtastung durch Wände stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Tarnfeld.
perfekte optische Anpassung an die Umgebung, wie ich mir das dachte. Boah, braucht das viel. Das müsste ich auf Stufe 4 kriegen, aber das will ich. Das will ich. Und dann kann ich mich... Nee. 4 war's. Das ist cool. Damit kann ich mich unsichtbar machen. Geile Sache. Das da, wie gesagt, fand ich nicht so spannend. Vor allem, weil es... Ich weiß gerade gar nicht mehr. Was war das? Spionagedrohne, aggressives Defensivsystem. Spionagedrohne will ich nicht. Das ist... Nee. Also das ist so ein Defensivsystem, das quasi Objekte, die auf mich geschossen werden, abzufangen. Oder ich kann so eine Spionagedrohne erstellen, die dann so ein bisschen umherfliegt, mit der ich dann auch so im Ecken schauen kann oder so. Ich glaube, das kriege ich mit der Sonar oder mit der Infravision sogar schon hin. Da halte ich mir lieber mal den Slot frei, um eventuell bessere Implantate später noch zu erhalten und benutzen zu können. So. Bin ich geheilt? Ja, ich habe mich beim Bot geheilt. Ich habe mich da reingehackt. Ich habe... Was passiert da? Nichts. Mal wieder ein Lüftungsschacht. Das sieht eher wie ein Alien aus, als ein Tier. Ein Landstreicher. Das sieht eher nach Versuchsobjekt aus, als nach Mitarbeiter. Ah, die Viecher wieder. Die kenne ich doch noch von dem anderen Majestic 12 Komplex. Da waren die unten. Okay, aber da geht's weiter. Da geht's wieder hoch. Dann möchte ich mich mal ins Sicherheitssystem einhacken. Und mal gucken, ob es hier noch irgendwelche Kameras gibt, die ich abschalten kann. Ne. Okay, kenne ich schon. Habe ich alles schon ausgemacht. The process is going smoothly, then. Das ist der andere Typ aus dem Intro. Die hängt da auch mit drin. We'll have to try that trick at Area 51. Never mind that punk from your Natco. The security here is adequate and we have a long-term program guaranteed to make him irrelevant. We call it Icarus. Icarus? Icarus? A sweet bit of engineering. You'll like it, but we can't talk here. Your office? No time. Tell me on the way. You have terrible manners, Mr. Denton. Stopping by my apartment without even saying hello. I don't like your crowd. It is time for me to repay the discourtesy. Ich war bei dir und ich wollte Hallo sagen. Du warst nicht da. Maximalen Schaden anrichten. Was gibt's hier? Achso, Wasser. Ja, dann treibe ich mal deren Wasserrechner noch ein bisschen in die Höhe. Weil ich's kann. So, nee. Genau, da war noch ein Gang. Das da müsst ihr auch ersetzen. I'm the captain here.
Du bist der Captain deiner Zelle. Bestimmt. Radioaktiv. Okay. Da lege ich doch besser mal den Schutzanzug an. Holy shit. Was bist du denn für ein Viech? Was ist das denn? Okay, nochmal. Licht an. Vorher. Okay, das ist eine blöde Idee, da reinzugehen. Gibt's da irgendwas? Ich sehe da irgendwie nichts. Da ist nichts, ne? Dass die hier einfach so leben können, diese Viecher? Hm. Aber ne, hier ist nix. Also, Tür. Zu? Zu? Ja, Tür zu. Okay, puh, gut. Nicht, dass da irgendwas rauskommt. Das ist zu. Okay. Dann kann ich jetzt wieder nach oben. Da hinten gibt's irgendwie auch nichts mehr. Habe ich denn das alles schon gefunden? Nee, ich will Universalkonstruktor zerstören. Und ich will Informationen über die Struktur des Virus sammeln, aber... Habe ich hier irgendwas übersehen? Ist das hier? Oder vielleicht doch bei dem Computer hier? Ich hack mich da nochmal rein. Vielleicht gibt es da außer E-Mails ja noch was anderes. Aber nee, das andere neben den E-Mails war ja der Bereich hier nebenan mit den Implantaten. Nö, da ist nix. Aber ich bin auf Level 2. Da ist auch nix. Ein Computer irgendwo? Nö, ne? I am not allowed to speak to visitors. Die Dame verrät mir irgendwie auch nichts. Hm. Vielleicht gibt es ja hier noch was rauszufinden. Oder führt es einfach nur zu dem Wachraum? Holy shit. Was ist das denn? Ah! Okay. Interessant. Wie es ja überall so tausende Wege gibt, überall hinzukommen. Ah! Da ist der Wachraum. Okay. Ja, nicht runterfallen. Hier ist nichts. Nicht von der Leiter wegfallen. So, jetzt. Könnte was sein. Ich speichere mal. Na, so viel dazu. Oder war ich schon so angeschlagen? Boah, bin ich heute schlecht. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich dachte eigentlich, ich wäre schon unten überall durch gewesen. Dachte ich. Na gut. Dann gehe ich eben nochmal auf Level 2. War das nicht hier? Das war doch hier irgendwo. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Das heißt, hier wäre ich wohl auch ohne durch dann hingekommen, alleine durch das Lüftungsschachtsystem. Aber wo finde ich denn jetzt diese Infos für... Ne? Und vor allem den da. Wo ist der? Da bin ich. Aber die Informationen über das Virus, die suche ich. Kannst du mir weiterhelfen? Wohl nicht, ne? Hier wird es wohl auch nichts geben. Ihr redet auch nicht mit mir. Da oben ist auch nichts. Es müsste doch hier drüben sein.
Wie komme ich eigentlich da rein? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Geht's irgendwie hoch? Okay, das da oben ist der Weg, in dem war ich vorhin. Puh. Das ist wahrscheinlich vergittert, so wie das aussieht. Also, das ist vergittert. Die Frage ist, komme ich da rein? Nö. Das wird nix. Dann bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich hoffe mal, dass ich mir hier nichts kaputt gemacht habe irgendwie. Ich bin gereicht. Keine Ahnung. Ich bin auf Level 2 und hier sollte es die Informationen ergeben. So, das Bad. Da war ich schon, da war nur das Raum. Für das Schwert. Dann gucke ich mal, ist hier vielleicht noch irgendwo was? Also da komme ich her. Also da bin ich, nee, da ist die Eingangshalle drüber. Wow. Nein! Ja, was? Was? Ich war doch gerade noch grün. Ich habe doch gerade geguckt. Also so vor 3 Sekunden. Gott, bin ich gerade schlecht. So, jetzt aber, ne? Wo bist du? Warst doch hier. Da bist du. Hab ich dich. Leider kriege ich jetzt natürlich die Biozelle nicht von ihm. Oder muss ich doch da hoch in die Haupthalle, um die Informationen zu holen? Da kam ich vorhin raus, stimmt. Oder ist hier der Level 2 Access? Bin ich die falsche Richtung durchgegangen? Aber eigentlich komme ich da ja her. Das hätte ich doch eigentlich finden müssen auf dem Weg hierher. Da komme ich wahrscheinlich nur wieder raus, ne? Ich probier's mal aus. Was ist jetzt passiert? Aber da komme ich doch her. Das ist doch blöd. Ach, hier ist Level 2. Ach so. Aber da war ich doch vorhin schon. Da habe ich doch nichts rausgefunden. Irgendwie. Bisschen überfordert. Was? Was war das denn? Hä? Was war das denn? Ach so, weil die Tür hier runterkam. Und ich natürlich drunter stand. Okay. What? Okay. Was ich jetzt will, ist da runtergehen. Wie komme ich da runter? Indem ich erstmal hier nicht runterfalle. Ah, genau. Dann hacke ich mich hier rein und fahre die Brücke hoch. Das müsste eigentlich gehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dann sollte ich da runterkommen, unter die Brücke. Ist das nicht... Genau, die da. Das ist die Tür. Die Brücke ist eine Tür. Alles klar. Komm schon! So. Jetzt komme ich da runter. Wunderbar. Hat eine Weile gedauert. Das System, das wir suchen, ist in der Laboratory up ahead.
Hab ich dich? Ich hab dich, ne? Ja, ich hab dich. Wunderbar. Sekunde. Wie viel fehlt mir? Viel. Dann kann ich mein letztes Medipack einsetzen. 10 Tools. Oder... Mist, das klappt hier nicht. Warum klappt das hier nicht? Verdammt. Das wird wahrscheinlich die Bots aktivieren. So wie ich das hier einschätze. Genau. War ja klar. Jetzt habe ich halt leider auch die Leiche zerstört und damit die Biozelle. Mist. Und Alarm ausgelöst. Na, was soll's. Zwei Biozellen. Geil. Die benutze ich doch... Ja, die benutze ich mal noch nicht. Noch brauche ich sie ja gerade nicht. Vielleicht finde ich ja noch einen Bot, der mich auflädt. Dann habe ich die Energie voll und die beiden Zellen. Inf. Vielen Dank auch. Die andere Seite der Tür. Nee. Oder es ist genau. Es könnte auch ein Gang dazwischen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber hier war bestimmt noch was, oder? Nein? Nein. Okay. Doch nicht. Gut. Die Kamera ist aus. Ambrosia. Und beim nächsten Mal erfahren wir. Worum es, was die Informationen sind, die wir über das Virus und das Antivirus brauchen. Ambrosia und der graue Tod, oder? Nee, komm, das mach ich noch schnell. UK, was ist UK? Kontrolle der Triaden, ja, das alte, das kennen wir schon. Jetzt habe ich gerade... guck mal da. Okay. Speichern. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.